begrüße Sie ganz herzlich, Sie Damen und Herren des vierten Semesters, zu unserer Vorlesung Gesellschaftsrecht im Sommersemester 2013. Hier in diesem Felix-Klein-Hörsaal. Wer war Felix Klein? Das werden wir noch feststellen, betrifft aber, glaube ich, nicht den Gegenstand unserer Vorlesung. Ja, an der Peripherie, also des Hörsaalgebäudes im 5F, werden wir uns künftig in diesem Sommer immer mittwochs von 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr, das wollen wir gleich mal festlegen, treffen. Zum Gesellschaftsrecht, und zwar zum Gesellschaftsrecht 1. Machen wir die Präliminarien zuerst. 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr, dass wir hier ein paar Minuten später haben, das ist irregulär. Also fix 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr, beides ist möglich. Wer ist für 8.30 Uhr? Bitte um das Handzeichen. Abstimmungen wie auf Hauptversammlungen oder Gesellschafterversammlungen passt doch zu unserem Kurs. Wer ist für 8.45 Uhr? Das scheint fast sogar die qualifizierte Mehrheit zu sein. Also jedenfalls die einfache Mehrheit, und die Minderheit fügt sich der Mehrheit. Und ich bin da indifferent, ich bin für beide Termine zu haben. Sie haben beschlossen. Das war also sozusagen Ihr erster, wenn Sie so wollen, gesellschaftsrechtlicher Akt, einen Beschluss zu fassen, einen Mehrheitsbeschluss des Inhalts, dass künftig diese Vorlesung im Hörsaal 5F, Felix Klein, um 8.45 Uhr beginnt und dementsprechend um 10.15 Uhr endet. Wer spricht da zu Ihnen? Das bin ich. Mein Name ist Noack, Ulrich Noack. Und Sie kennen mich nicht, aber Sie werden mich kennenlernen. Und zwar ein ganzes Jahr lang, zwei Semester, Sommer und Winter. Ja, ich bin hier seit 19 Jahren an dieser schönen Fakultät in Düsseldorf, Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht. Wo verbirgt sich denn da das Gesellschaftsrecht? Auch das können wir noch klären. Und ja, betreibe also dieses Geschäft und diese Vorlesung doch schon etliche Jahre, und es ist schon interessant, die Wandlungen auch zu beobachten. Sie machen das zum ersten Mal, das ist ganz klar, und wollen also kennenlernen und sehen und studieren, was Gesellschaftsrecht denn ist. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, dann haben Sie hier Gelegenheit in diesem großen Hörsaal, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Und es soll ja auch eine Vorlesung sein oder besser gesagt ein Vortrag meinerseits. Sie können mir hier eine elektronische Post senden, nicht? Die E-Mail-Adresse ist verzeichnet und das wird dann auch ins Studentenportal so gestellt, die Folien, sodass Sie das also nachvollziehen können. Wir richten ein Forum ein im Portal zu dieser Vorlesung, sodass Sie dort auch anonym, wenn das denn sein soll, Fragen stellen können. Also diese Kommunikation ist deshalb wichtig, weil doch viele Probleme und Fragen neu für Sie sind, neu im Vergleich zu Ihren bisherigen drei Semestern. Also zögern Sie nicht, mir Fragen auf diese oder auf die eine oder andere Art zu stellen oder im Forum sie zu stellen. Das richten wir dann heute im Laufe des Tages ein, sodass wir hier eine gesellschaftliche Kommunikation erreichen können. Was ist der Plan? Der Plan ist, ich deute das an, dass wir im Sommer und im Winter Gesellschaftsrecht haben werden, ein Jahreskurs also, Sommersemester geht bis Mitte Juli und dann ab Oktober wieder. Wir beginnen mit dem BGB, mit Vereinsrecht, mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und gehen dann über ins Handelsgesetzbuch, zur offenen Handelsgesellschaft, zur Kommanditgesellschaft und gehen dann über, dann ist es aber auch schon wieder Winter geworden, zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH und mit Ausblicken auf andere Formen wie etwa die Aktiengesellschaft. Und dann im Februar 2014, das ist noch lange hin, werden Sie sagen, dann sollten Sie also in der Lage sein, jedenfalls das Pflichtprogramm, das das JAG für Sie bereithält, zu prästieren. Das ist also das Minimalziel. Aber wir dürfen gerne über das Pflichtprogramm hinaus auch noch einige Runden Kür absolvieren. Ja, Sie sind im vierten Semester. Bislang
ins Studium gut vorgedrungen. Im vierten Semester ist man ja mitten dabei, hat schon etliche Rechtsgebiete erfahren, aber von diesen Rechtsgebieten hier doch eher noch nichts. Aus dem Gesellschaftsrecht heißt es in JAG, Juristenausbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, also Ihr Ausbildungsgrundgesetz, wenn man so will, für die zu spät kommenden. Also wir haben auch 8.45 Uhr vereinbart, künftig, nicht? Also dann liegen Sie voll im Trend. Nächstes Mal passt das ganz hervorragend. Ja, von der Stimme her versteht man mich, viel lauter kann ich nicht sprechen, aber wenn Sie so aufmerksam und gefasst der Dinge harren, dann passt das ja ganz hervorragend. Vielleicht kriegen wir es nächstes Mal mit dem offenen Mikrofon hin. Ja, das ist Herr Röser, der diese Vorlesungseinheit für Sie aufzeichnet. Das wird auch in die Mediathek der Universität gestellt und Sie können dann eben diese Vorlesung, so wie sie nun mal stattgefunden hat, nachvollziehen, auch bestimmte Elemente ansteuern. Wenn Sie sagen, bei Minute 51,30, das war irgendwie komisch oder unklar oder da hat er sich drollig versprochen, können Sie das auch natürlich nachvollziehen. Also, diese Vorlesungseinheit in knapp 90 Minuten wird auf der Mediathek der Universität Ihnen angeboten und wir verlinken das dann auch im Studentenportal, sodass Sie diesen als Zugang haben. Das sollte Sie nicht vom Vorlesungsbesuch morgens ab 8.45 Uhr abhalten, aber es ist vielleicht doch auch, wenn man doch nicht kommen kann oder etwas nacharbeiten will, eine interessante Variante. Ja? Also ich werde aufgenommen, Sie allenfalls, wenn Sie Fragen stellen, also Audio, aber ich glaube, das ist im Rahmen dessen, was man sich zumuten kann. Fragen stellen Sie mir gerne, sonst neige ich natürlich zum Frontalvortrag, nicht, wenn ich nicht irgendwie ein Handzeichen sehe oder jemand etwas sagt, dann spreche ich weiter. Pflichtstoff, schauen wir uns das einmal an. Aus dem zweiten Buch des Handelsgesetzbuchs heißt es im JAG, sei Pflichtstoff die Abschnitte 1 und 2, offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft. Nun, ich kündige dir an, darauf kommen wir zu sprechen, aber jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Sie brauchen also künftig, führen das auch mit sich in geeigneter Weise, außer dem BGB ein HGB, sehr recht. Ne? Das Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung brauchen wir noch nicht. Das ist ein eigenes Gesetz. Hier habe ich so eine Gesetzesammlung. Aber das können wir noch für verzichtbar erklären. Darauf werden wir nur in Ausblicken eingehen und dann intensiv im Winter. Aber es soll erst mal der Sommer kommen. Und dort haben wir auch noch bestimmte Abschnitte. Das ist also Gesellschaftsrecht sozusagen pur. Aber was jetzt kommt, das betrifft auch alle anderen, die sagen, naja, Gesellschaftsrecht muss da sein, natürlich muss es sein, es ist ja Pflichtstoff, aber es gibt auch Gesellschaftsrecht im BGB. Dort heißt es im JAG aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch Buch 1 in seiner Totalität und Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse. Insgesamt alles, was da steht, ja, soll man also können und darlegen können. Wir werden also Gesellschaftsrecht zu entdecken haben in diesen Büchern des BGB, die Sie ja an sich schon studiert zu haben glauben. Teilweise. Ne? Also werden wir das vervollständigen. So also ist im Moment unsere Ausgangssituation. Gut. Okay. Eine leere Folie, denn wir überlegen uns, was tun wir denn hier zusammen? Wir haben schon mal Beschluss gefasst, den habe ich als gesellschaftsrechtlichen Akt eingeordnet, Mehrheit, Minderheit, hier der Beginn der Vorlesung, 8.45 Uhr. Wir sind ja hier, das werde ich fast ein bisschen pastoral, zusammengekommen, um Gesellschaftsrecht, im Gesellschaftsrecht zu frönen, es zu studieren. Ich lege das dar, Sie nehmen das mit und auf und je mehr Sie voranschreiten auf diesem Ihnen noch unbekannten Terrain, wird es auch vertrauter und Sie können dann auch mit Rückfragen und kritischen Anmerkungen eher kommen. Also das ist ein Geben und Nehmen. Wir fördern also das Studium des Gesellschaftsrechts zusammen, so wie wir hier sind, in diesem Hörsaal 5F Felix Klein. Wenn wir das also jetzt vorhaben, ja, und ich biete das an und frage, ist da jemand dagegen, das zu tun? Dass Sie hier sind, zeigt ja, nein, Sie wollen das, Sie wollen da mittun
wollen das fördern durch ihr, jedenfalls mal durch die Anwesenheit, auch durch ihre Fragen, durch ihre Mitarbeit. Wenn das also so ist, zack, mache ich eine Zäsur, was ist dann passiert? Jetzt theoretisch natürlich. Wir haben einen gemeinsamen Zweck. Das Studium hier des Gesellschaftsrechts über den Jahreskurs hinweg, Winter und Sommer, Sommer und Winter. Wir haben gesagt, das fördern wir durch Beiträge. Der Dozent doziert, was soll er sonst tun? Sie als Auditorium machen da auch nach Maßgabe eben der Dinge, die möglich sind, mit, wirken also zusammen. Ja, die gesamte Truppe, niemand hat widersprochen. Wer also nicht widerspricht, der stimmt ja wohl auch zu. Was ist also dann möglicherweise, ich lasse das ein bisschen jetzt ins passiert, wir haben eine BGB-Gesellschaft gegründet. Jetzt soeben um 8.50 Uhr, knapp davor, eine BGB-Gesellschaft. Jetzt sind wir, Anführungszeichen, vertraglich miteinander verbunden. Denn, gehen wir nochmal zurück, ja, der gemeinsame Zweck ist das Studium hier, dieses Gegenstandes. Und das wird durch Beiträge eben gefördert. Und da niemand hier widersprochen hat, dass wir das so aufs Gleis setzen, sage ich mal, wir haben eine BGB-Gesellschaft begründet. Denn wenn ich jetzt ins Gesetz schaue, und das tun wir mal zusammen, eine Gesetzeslesung also, dann sehen wir in diesem Recht der Schuldverhältnisse verbirgt sich ein besonderes Schuldverhältnis, das heißt ja hier Schuldrecht BT heißt es ja nicht gesetzesoffiziell, sondern es heißt dort einzelne Schuldverhältnisse und es beginnt, das wissen wir, mit dem Kaufvertrag 433 und dann kommen allerhand andere Dinge und irgendwann mal 433 und noch knapp 300 dazu, komme ich auf 700, 705 und dort beginnt das BGB-Gesellschaftsrecht. So verhält es sich, nicht? In der Tat. Also 705 BGB, wir haben es ja auch hier an der Tafel oder auf der etwas gestauchten Folie, aber das haben wir jetzt mal so gelassen, denn hundertprozentige Perfektion ist auch hier nicht anzustreben und auch Ihrem Studium nicht. Es reicht eine Annäherung. Durch den Gesellschaftsvertrag, aha, verpflichten sich die Gesellschafter. Sie, ich, wir, die Gesellschafter. Und den Vertrag haben wir gerade geschlossen. Sie haben in diesem Pakt, diesem Angebot nicht widersprochen. Da habe ich das so einfach so mal genommen. Durch den Gesellschaftsvertrag soeben geschlossen, mündlich, steht ja nicht drin, dass wir hier schriftlich oder gar beim Notar sein müssten. Also dann gilt der Grundsatz, auch Verträge kann man mündlich schließen. Wir haben einen mündlich geschlossenen Vertrag. Die Gesellschafter, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, das war das Studium des Gesellschaftsrechts über Sommer und Winter hinweg, in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern. Also die Umschreibung war ja aufmerksam dabei sein, zuhören. Mein Part ist dann naturgemäß etwas aktiver. Insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten. Förderung also eines gemeinsamen Zwecks. So, 705 BGB. Vielleicht haben wir auch einen nicht eingetragenen Verein gerade gegründet. Das lasse ich mal offen. Das ist jetzt alles nur nicht der wahre Ernst, sondern soll Ihnen zeigen, so schnell kann man oder könnte man, das mal Konjunktiv nehmen, zu einem BGB-Gesellschaftsvertrag kommen. Es braucht gar nicht viel. Mehrere Personen einigen sich auf einen Zweck, das ist ja hochabstrakt, ob der Zweck die Urlaubsfahrt, die gemeinsame Urlaubssafari ist oder der Betrieb irgendeines kleinen Unternehmens, völlig egal, ein Zweck, irgendein Zweck, ein gemeinsamer Zweck, also abstrakter geht es ja gar nicht mehr, nicht? So hoch angesiedelt ist das BGB und deshalb fällt, so sage ich mal, unser Kursus auch darunter, unser Kollegium. Wenn man Gesellschaftsrecht betreiben will, dann hat man natürlich verschiedene Hilfsmittel. Hilfsmittel Nummer 1, oder nein, nicht Hilfsmittel, sondern Hauptmittel, ist diese Vorlesung im Hörsaal 5F, Felix Klein. So, das, wenn Sie das durchhalten, was, mal schauen, wie das geht, diese 90 Minuten Mittwochvormittags, dann ein Gesetz wäre nicht übel, denn das haben Sie alle.
Dann haben wir natürlich als nächste Säule das Buch. Nicht? Gleich kommt E-Learning und Mediathek, aber das Buch ist nach wie vor ein probates Medium, um zu studieren. Das muss man ja wohl nicht rechtfertigen oder erklären. Vielleicht kommt das mal. Ein Buch, hier sogar zwei Bücher, es gibt viele Bücher zum Gesellschaftsrecht. Unter anderem ein solches von Herrn Börskens, falls er sich die Aufzeichnung nämlich ansieht, muss ich das unbedingt sagen. Aber ich sage es auch gerne, auch Herr Börskens, mein Mitarbeiter, der gerade hier war, hat ein Buch, ein kleineres Büchlein zum Gesellschaftsrecht geschrieben, das stelle ich auch noch vor. Jetzt nehme ich erstmal die etwas größeren Werke. Grundkurs Handels- und Gesellschaftsrecht heißt es hier, Peter Kindler, 6. Auflage mittlerweile. Handels- und Gesellschaftsrecht, aha, ja, das wäre der Vorteil natürlich in dieser Geschichte. Mein Kollege Kindler aus der Münchner Universität hat das, 6. Auflage heißt, das kommt ja auch wohl gut an bei der Kundschaft und der Klientel, da sind Sie, klar geschrieben, Fälle drin, kleinere Fälle, aber es ist ein systematisches Lehrbuch zum Gesellschaftsrecht, das ist die eine Hälfte, mal schauen, ob er so die Hälfte getroffen hat, beginnt dann auch mit der BGB-Gesellschaft und die andere Hälfte ist Handelsrecht. Handelsrecht ist eine Vorlesung, die Sie dann im Wintersemester parallel zur Gesellschaftsrechtsvorlesung haben werden, wird, meine ich, mein Kollege Kersting machen. Ja, dann hätten Sie sozusagen das alles in einem Band. Peter Kindler, Handels- und Gesellschaftsrecht, wäre also eine Möglichkeit, was man sich anschauen kann. Ich finde es gut geschrieben, gut gemacht. Hüffer Koch, Gesellschaftsrecht, 8. oder jetzt die 9. Auflage mittlerweile, ist etwas anders aufgebaut mit Fällen, die beginnen sozusagen jeden Abschnitt und jede Darlegung mit kleineren Fällen und so kann man sehr sauber den Fallaufbau schon studieren mit diesen Werken. Der Zugang, meine ich, dort ist nicht ganz so einfach, weil er etwas anfangs überfrachtet ist. Das muss ich noch später erklären, wenn wir weiterkommen. Aber man muss ja nicht bei Seite 1 beginnen, sondern eben, wenn es um die jeweiligen Gesellschaftsrechtsformen geht, Verein, BGB-Gesellschaft, OHG etc., dann kann man später, was da am Anfang steht, das ist zunächst wenig verständlich für Sie, nachvollziehen. Es gibt viele andere Bücher, aber schauen Sie sich bitte jetzt schon in der Bibliothek das eine oder das andere an, wenn Sie es nicht schon getan haben. Versteht sich? Dann haben wir, darauf komme ich aber nochmal einzusprechen, was besonders schön ist für Sie, eine Online-Lehreinheit zum Handels- und Gesellschaftsrecht. Auch hier wieder, wie Sie sehen, Handels- und Gesellschaftsrecht gehört an sich zusammen. Wir finden ja auch das Handelsrecht im Handelsgesetzbuch und finden, wie wir vorhin gesehen haben, ja auch im 2. Buch des HGB Gesellschaftsrecht. Also das ist im Grunde eine Materie, die man aber jetzt aus Gründen der Darlegung auch mal aufgespalten hat, auf jetzt auch zwei Vorlesungen. Gut, Handels- und Gesellschaftsrecht, eine Online-Lehreinheit, die wir am Lehrstuhl entwickelt haben, seit Jahren gepflegt haben, immer weiterentwickeln, können Sie auch anmerken in dieser Lehreinheit, bekommen Sie auch Lawstar-Punkte. Ich gehe im Einzelnen noch darauf ein, wo findet sich das Ganze im Moment? Zunächst, wir verlinken im Studentenportal dann bei der Vorlesung darauf, aber auch auf der Startseite der Fakultät. Links finden Sie Hinweise über Lehrstühle, Dekanat und sowas auf der linken Seite und dort kommt dann auch E-Learning und unter E-Learning kommt Handels- und Gesellschaftsrecht. Dort können Sie also sich das Ganze anschauen. Sie mal hier, da kann ich fast nicht lesen, hier mit den altersschwachen Augen habe ich gesagt, wie alt ich bin. Wollte ich noch sagen, 56 Jahre alt. Ja? Also da darf man schon mal die Brille abnehmen. Guten Morgen, Herr Noack heißt es hier, ich habe es heute Morgen aufgerufen, Sie sind aber schon früh dabei. Ja, das war 8 Uhr, na gut. Ich hoffe, Sie haben Spaß beim Lernen und dann über mich gespeicherte Dateien anzeichnen. Ich habe hier Rangnummer 112 unter vielen Anonymen, die da mitarbeiten. Geht man mal in die Sache rein, Grundlagen, dann haben wir die Grundlagen des Gesellschaftsrechts, Vereinsrecht etc., dann die einzelnen Gesellschaftsrechtsformen. In diesem Grundlagenteil erfahren Sie, wie Gesellschaften eingeordnet werden und welche Probleme im Gesellschaftsrecht entstehen. Das Ganze kann man, steht hier in 120 Minuten, das ist ein großes Kapitel, durcharbeiten. Mit Fragen, Fällen etc. Schauen Sie sich das einfach mal an. Im Moment
nur der Hinweis darauf, ich komme darauf zurück. Ja? Gut. Jetzt aber, nach diesem Duktus, was machen wir nach Juristenausbildungsanforderungen, Gesellschaftsrecht? Wir haben eine Gesellschaft gegründet. Was ist Gesellschaftsrecht? Was ist das, wenn man abstrakt allgemein gefragt wird? Was soll man sagen? Hier steht es ja, also ab Lesen des Lesens kundig sind wir schon, das ist mir bewusst. Also im Allgemeinen eine privatrechtliche Kooperation. Damit grenzen wir uns ab vom öffentlichen Recht, unter anderem von dieser Einrichtung, deren Mitglieder Sie auch sind, nämlich der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ja, so sieht es aus. Sie sind Mitglieder hier, herzlich willkommen, seit 4 Semestern, so Sie dann hier begonnen haben. Aber das ist kein Gesellschaftsrecht, sondern das ist eine öffentlich-rechtliche Beziehung zu dieser Universität. Wir oder mich interessieren, Sie hart zu interessieren, die privatrechtliche Kooperation. Meistens mehrere Personen, das muss ich später noch etwas relativieren, zu einer Zweckverfolgung. Hier habe ich in Klammer gesetzt, unternehmerischer, denn in den meisten Fällen geht es doch darum, dass man da draußen auf dem Markt irgendetwas bewerkstelligt, sei es nur ein kleines Kiosk irgendwo betreibt oder ein Stahlwerk oder ein Luftfahrtunternehmen. Nicht? Da wirken typischerweise mehrere zusammen, einer allein, da wird es dann doch schwierig. Aber jetzt wollen wir mal die Warum-Frage stellen. Warum? Wie kleine Kinder, so ich glaube im Alter von 4 Jahren, nicht, wenn es immer heißt, warum ist das so? Warum? Das gilt auch für Sie. Sie sind etwas älter, aber mag ja sein. Trotzdem, warum? Warum? Warum Gesellschaftsrecht? Warum sitzen Sie hier? Gut, Sie sagen, weil das die Anforderungen des JAG sind, das hat er uns gesagt, aber das ist ein bisschen vordergründiges und sehr pragmatisches Argument. Wir wollen ja sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, nicht? Und da fragt man sich schon, könnte die Welt nicht auch ohne Gesellschaftsrecht bestehen? Denn, ein bisschen jetzt profaner gewendet, warum reicht eigentlich nicht das allgemeine Zivilrecht aus? Sie haben ja schon Zivilrecht studiert, jetzt allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht. Ich meine, Gott, warum nicht? Ja, die Sache ist ja die, im Zivilrecht, was wir bislang hatten, haben wir in der Tat Verträge der Leute untereinander, so wie wir auch einen Vertrag gerade angenommen, geschlossen haben. Aber was waren das denn für Verträge? Ein Käufer kauft, ein Verkäufer verkauft, Kaufvertrag, ja. Ein Käufer möchte möglichst günstig einkaufen, der Verkäufer möchte möglichst hochpreisig verkaufen. Da kommt man ja erstmal nicht zusammen, bis sich die Dinge eben annähern und man sich verträgt, also einen Kaufvertrag schließt. Dann wird der Kaufgegenstand dem Käufer übereignet und der bezahlt und die Sache ist im Grunde abgewickelt, wenn es noch nicht noch Mängel gibt, aber das ist eben im Rahmen dieses einzelnen Kaufvertrags. Also beim Kaufvertrag gegenseitig, die Interessen sind auch gegensätzlich, günstig einkaufen, teuer verkaufen, also kontradiktorisch, da muss man sich schon irgendwo treffen, geschieht ja millionenfach, aber es muss so sein. Da gibt es kein Zusammenwirken. Das einzige Zusammenwirken ist sozusagen gegensätzlich, dass der Kaufgegenstand wechselt und der Kaufpreis wechselt. Das war's, das ist die Funktion. Bei der Miete, ja ähnlich, der eine gibt seine Mietsache, seine Wohnung, sein PKW aus der Hand und bekommt dafür Geld. Das ist immerhin noch eine Zeitkomponente meistens dabei, also schon etwas eine längere Bindung, Dauerschuldverhältnis, nicht? Das war ja der Begriff, der dann auftaucht. Das geht schon eher in eine intensivere Rechtsbeziehung hinein, aber immer noch ist es eine Austauschgeschichte. Der Mieter möchte günstig mieten und der Vermieter möglichst für ihn günstig vermieten, also dass er da gute Einnahmen hat. Und der Mietgegenstand ist dann jedenfalls gewechselt beim anderen und wird dann auch wieder zurückgegeben, wenn alles seine Ordnung hat. Werkvertrag genauso, nehmen wir den nächsten Vertrag, nicht? Der Bauherr
möchte, dass ein Werkunternehmer ein Gebäude errichtet und das tut er und dann wird er bezahlt dafür und alles hat sich soweit, dann ist das abgewickelt zwischen diesen beiden Parteien in Geben und Nehmen. Darlehensvertrag, dasselbe, Überlassung eben von Geld und anderen Dingen, 488 BGB. So, das sind also Verträge, wenn ich hier reinschaue, vorne im BGB Schuldrecht bei den einzelnen Schuldverhältnissen. Ja, da habe ich keine Kooperation. Ich sagte ja, nicht? Privatrechtliche Kooperation und das allgemeine Zivilrecht ist bislang, wie wir es kennengelernt haben, auf Austausch, auf Leistungsaustausch ausgerichtet. Nun ja, es gibt aber, werden Sie vielleicht meinen und sagen, nicht nur Leistungsaustauschrecht in den Schuldverhältnissen, sondern doch durchaus auch Dinge, die mehrere Personen in ihrem gemeinsamen Wirken erfassen. Machen wir dazu eine kleine Fallüberlegung, sonst bleibt das zu abstrakt. A, B, C wollen irgendetwas betreiben, Internetservice, was weiß ich, da Speed Dating 4.0, irgend so eine Geschichte. Mehr egal. Also denken Sie sich irgendeinen Gegenstand, der Ihnen gerade in den Sinn kommt. Warum mir das in den Sinn kommt, weiß ich jetzt auch nicht. So. Sie benötigen Computer, Software, was braucht man alles noch, um sowas zu machen? Einen Provider, also jemand, der Ihnen den Zugang zum Netz der Netze eröffnet, wohl eine Bankverbindung, gegebenenfalls Räume, vielleicht auch mal Kunden besuchen muss, Fahrzeug heute oder Carsharing, was weiß ich, aber Mitarbeiter, wenn es höher geht, Steuerberater, Rechtsanwalt. Nicht? Also sagen wir mal so, wenn ich da einen Betrieb aufmachen möchte mit Kundschaft und allem, da kommt schon etwas zusammen. Ich muss mir Dinge anschaffen, Hardware, Software, Personal, Räume mieten und das Ganze findet ja dann auch einen gewissen Umschlag. Und irgendwann werden Gegenstände ausgetauscht und so weiter, Fahrzeuge geleast und wieder zurückgegeben. Also Sie sehen, schon wenn ich mir anschaue, dass drei Personen in ihrem Zusammenwirken ein Geschäft betreiben, wird es schwierig, das jetzt mit einzelnen Verträgen, Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag, Darlehensvertrag einzufangen. Und das ist ja noch nicht alles. Denn A, B und C müssen sich ja über die Geschäftspolitik einig werden, so wie wir uns vorhin einig wurden in einer Mehrheitsabstimmung über den Vorlesungsbeginn. Nicht? Geht man auf ein neues Geschäftsfeld, schließt man andere, expandieren wir von Düsseldorf nach Köln unter solche schwierigen Entscheidungen. Ja? Also das muss ja auch irgendwo verabredet und beschlossen werden. Naja, ich habe mal aufnotiert, was man aus dem allgemeinen Zivilrecht hat, um derlei Dinge zu bewältigen. Und das ist nicht wenig. Wir sind jetzt also bei der Prüfung der Frage, brauchen wir ein eigenständiges Gesellschaftsrecht oder würden uns die bislang bekannten Rechtsmittel des Zivilrechts helfen. Vertragskonsens, das kriegt man hin. Man muss ja nicht nur Verträge schließen zwischen A und B, man kann auch mehrseitige Verträge schließen, A, B, C oder wie wir hier. Wenn ich nach außen auftreten möchte, müssen nicht immer A und B und C und wenn es mehrere sind, D und E und F und das Alphabet so durch auftreten, die können sich ja Vollmacht erteilen. Gegenseitig, dann treten eben Stellvertreter auf. Das können wir auch, 164 BGB. Das wäre auch noch möglich. Also das Agieren gegenüber Geschäftspartnern in Vertretung. Der A agiert in Vertretung für B und für C. Aber Sie sehen, dann wird es schon etwas schwieriger und Sie haben das Vertretungsrecht kennengelernt und wissen, naja, da gibt es auch diverse Fallstricke und Bindungen der Vertretungsmacht und so weiter. Na gut, aber immerhin, es wäre möglich. Dann werden ja Forderungen begründet gegenüber der Kundschaft und man hat auch Verpflichtungen. Es gibt da im BGB etwas über Forderungsabtretung, nicht? 398, das wissen Sie, auch über Schuldübernahme, wenn der Gläubiger mitmacht. Nicht? Also da im Gefolge von 398, weiter ein bisschen noch etwas drauf, wenn Sie ein bisschen blättern mögen, das ist jetzt nicht mein Thema, könnte man auch so arrangieren, dass Verbindlichkeiten und Forderungen entsprechend dann abgetreten werden, wenn das mobilisiert werden soll. Wäre möglich. Gesamtschuldnerschaft, wo findet sich das? Das wäre ja auch, wenn die Schulden, Geld A, B und C, schulden ihrem Provider das Monatsentgelt,
für die Datenleitung oder dem Computerlieferanten den Kaufpreis für ihre Geräte, A, B und C zusammen. Habe ich was aus dem BGB? Also wo könnte man da noch, wenn da Bedarf bestünde, nachschauen? Ja? Das geht mir immer, nicht? Also A, B und C verpflichten sich gemeinsam über 2 Jahre eine Datenleitung zu unterhalten beim Provider XY, und der Datenprovider möchte jetzt Geld sehen und fragt, wen kann ich denn in Anspruch nehmen, den A, den B, den C. Und da könnte man ganz ohne Gesellschaftsrecht jetzt mal, das ist ja unser Testballon, auch noch agieren, aber es muss ich dann von Ihnen bekommen, was wäre denn da wohl möglich? A und B und C verpflichten sich, sage ich, der A handelt und vertritt dabei B und C bei diesem Vertrag da mit diesem Internetzugang. Und es wird jetzt gefragt von der Gegenseite, wenn man so will, von wem kann ich denn Geld bekommen? Das sind mehrere Personen. Nur von jedem zu einem Drittel oder von allen oder von gar keinem, das wäre ja ganz besonders blöd. Ja, bitte, wieder. 421 ist das Gesamtschuldrecht, ja, beginnt das Ganze, 421 BGB, richtig. Und da gibt es noch eine weitere Norm, die uns sagt, dass das nämlich Gesamtschuldner dann sind. Sind wir soweit? Nein? Also schlecht, das ist nämlich dokumentiert, dann heißt es im vierten Semester, kennt man den 427 BGB nicht. Oder man kannte ihn, aber sagt es doch so selbstverständlich, das werde ich doch nicht auch noch hier in die Menge rufen. Ach, rufen Sie auch Selbstverständlichkeiten, ja? 427 verpflichten sich mehrere durch Vertrag, also A, B und C, mehrere durch Vertrag, gemeinschaftlich zu einer teilbaren Leistung, hier Kaufpreiszahlung oder Internetzugangszahlung, so haften Sie im Zweifel als Gesamtschuldner. 421 hat die Kollegin genannt und da steht dann als Rechtsfolge also drin, dass unser Provider von jedem den vollen Preis verlangen kann, vom A, vom B, vom C. Und ich verzichte allerdings darauf, das könnte man auch noch übertragen auf die andere Seite, wenn die nicht Schuldner sind, sondern selber Forderungen haben gegen ihre Kundschaft. Also es gibt auch das Institut der Gesamtgläubigerschaft. Wo steht's? Folgt auf dem Fuße. Ja, ja, das sind Dinge, die hat man kaum je gestreift, aber bedeutsam. Im Allgemeinen 428 sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt und so weiter. Gesamtgläubigerschaft 428 folgende. Das muss ich jetzt nicht weiter exemplifizieren. Also es zeigt, im allgemeinen Schuldrecht des BGB finden wir in der Tat, ja, wie viele Paragraphen? 421 bis 432, 11 Paragraphen über das gemeinsame Handeln, nicht das Handeln, das Schulden und das gemeinsame Fordern. Gesamtschuldnerschaft, Gesamtgläubigerschaft. Das wäre möglicherweise eine Möglichkeit, dass ich kein Gesellschaftsrecht brauche, würde natürlich schon dann versagen, wenn es Tausende von ABC-Leuten gibt, schon aus praktischen Gründen. Aber Miteigentum, wo steht sowas? Die Leute erwerben ja Computer, habe ich gesagt, für ihren Internetservice. Sachenrechtlich jetzt, jetzt war ich im Schuldrecht und habe gesagt, ja, da gibt es Möglichkeiten, dass man mit mehreren Personen und deren Geschäften in etwa umgeht. Aber schon ein bisschen sperrig, auch wenn es nur wenige sind, haben wir gesehen. Und wem gehört dann das Ganze, was die da so anschaffen? Also das Geld in der Kasse, ganz wichtig. Die Hardware, Software, wem gehört die? Ja, Miteigentum. Das, da haben wir Regelungen des Miteigentums im Sachenrecht, wo steht's? Bitte? Ja, nicht?
Also sachenrechtliche Regelungen, dass Dinge zu Miteigentum, also Sachen zu Miteigentum stehen können, Mitberechtigung also an Sachen. Oje, EBV, Bereicherungsrecht. Ja, jetzt wird es natürlich vogelwild, denn bislang war es ja so, dass ich gesagt habe, gut, da sind Sie schuldrechtlich Gesamtschuldner oder Gesamtgläubiger, je nach Rolle. Und sachenrechtlich sind Sie Miteigentümer. Paragraph hat der Kollege genannt. Aber wenn es zu Problemen kommt, dann müsste ich das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis mal konsultieren, das macht besonderen Spaß. Oder bei Rückabwicklungen das Bereicherungsrecht konsultieren, 812. Und jetzt verzichte ich aber darauf, darauf näher einzugehen. Denn dann wird offenbar, dass für ein Mehrpersonenverhältnis diese Regelungen doch wohl kaum tauglich sind. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir könnten im Ansatz mit dem allgemeinen Zivilrecht auskommen. Aber besser und eleganter und kompakter ist es doch wohl für das Zusammenwirken, für die privatrechtliche Kooperation mehrerer Personen, eigenständige Formen zur Verfügung zu stellen, um derlei Dinge, wer haftet wem, wem gehört was, und vor allem natürlich intern, wie wird beschlossen, wie wird intern agiert, dass diese Dinge nicht über allgemeine Schuld- und sachenrechtliche Klauseln abgewickelt werden, die sind dafür nur bedingt geeignet, sondern wir haben, und jetzt hier, die Schaffung eigenständiger Rechtsträger als Ziel, als Möglichkeit des Gesellschaftsrechts. Dort ist dann auch das Vermögen separiert bei diesen Rechtsträgern und die Haftung, da schreibe ich aber gegebenenfalls, auf diesen Rechtsträger konzentriert. Ja? Deshalb haben eigentlich alle Rechtsordnungen, die man so kennt, nicht nur allgemeines Vertrags-, Schuld- und Sachenrecht, wie wir in unserer Diktion sagen würden, da sieht der anderwärts auch ein bisschen anders aus, sondern ja, überall bilden die Rechtsordnungen im internationalen Vergleich eigenständige Formen dieser Personenkooperation heraus und geben ihnen Regeln. Und zwar Regeln über die Gründung einer solchen Kooperation und ihre Beendigung, versteht sich. Das ist Anfang und Ende. Aber dazwischen ist ja in Anführungszeichen das Leben der Gesellschaft. Und da brauche ich also Regeln über das sogenannte Außenverhältnis. Das sind jetzt also Begriffe, die immer wieder kommen. Wenn diese Gesellschaft nach außen auftritt, Räume anmietet, Personal einstellt, Steuern zahlt, Sozialversicherung, eben wirkt, Außenverhältnis. Und ich brauche auch Regeln, wenn es eine Gesellschaft ist wie die unsere hier im Hörsaal, wie sie sich intern eben aufstellt, wie sie insbesondere Beschlüsse fasst, wie sie eben sozusagen im inneren Organismus agiert. Dafür hätte ich im BGB, allgemeinem Zivilrecht, im Grunde gar nichts. Recht? Im Gesamtschuldrecht, Gesamtgläubigerrecht steht ja nicht drin, wie die sich intern da vereinbaren. Ich habe eine Regressklausel in der Tat im Gesamtschuldrecht, das ist der berühmte 426, aber da hat er mit den Binnenverhältnissen ansonsten nichts zu tun, sondern ordnet nur ja an, wie der vermögensrechtliche Ausgleich, wenn eine Inanspruchnahme erfolgt ist, vonstatten geht. Wunderbar. Damit sind Sie jetzt also, wenn ich so sagen darf, elektrisiert dafür und vorbereitet, dass wir solche eigenständigen Rechtsträger brauchen. Ja, das sind jetzt mal die Fragen, die wir ans Gesellschaftsrecht stellen müssen. Gesellschaftsrecht, nicht? Hat also nichts mit gesellschaftlichen Beziehungen auf der soziologischen Ebene zu tun. Das ist also nicht die hohe und höhere Gesellschaft, wie man glaubt, sondern durch die Rechtsbeziehungen der Beteiligten. Wie gründe ich eine Gesellschaft?
Per Rechtsgeschäft, ja. Privatrechtliche Kooperation, sage ich ja. Aber in welcher Form? Für alle gleich oder unterschiedlich? Reicht es, dass ich einfach gründe durch ein Rechtsgeschäft oder brauche ich weitere Erfordernisse, wie insbesondere Kapital oder eine Registereintragung, Fragezeichen? Das sind die Fragen an die Gründung. Wie komme ich also in Gesellschaften hinein? Das Außenverhältnis, wer vertritt die Gesellschaft und wer haftet den Gläubigern? Nur die Gesellschaft oder auch die Gesellschafter? Ganz entscheidende Frage natürlich, wenn es ans Portemonnaie geht. Innenverhältnis, sagte ich schon, wie werden Gewinne und Verluste verteilt? Nicht immer geht alles gut, aber wenn es gut geht, ist etwas da. Wer kann darauf zugreifen, wie, in welcher Höhe? Und das hatten wir ja, wie werden Entscheidungen getroffen? Das also, im Grunde diese drei Punkte markieren sozusagen im Querschnitt das, was in den gesellschaftsrechtlichen Rechtsformen jeweils zu erledigen ist. Und Sie werden sehen, wenn wir uns diesen Rechtsformen widmen, wollen wir auch diese Punkte, wie kriege ich das Ding in die Welt, wie agiert es in dieser Welt und schließlich, wie kann man es auch wieder beendigen. Ja. Ich sprach von Rechtsformen und das ist ein Plural. Das heißt, es gibt nicht nur eine Gesellschaftsrechtsform, das wäre ja auch denkbar. Ich sage, ich habe das allgemeine Zivilrecht, nicht? Das ist gut und schön, aber dann vielleicht doch zu rudimentär für solche Verhältnisse, also stelle ich daneben eine Gesellschaftsrechtsform. Es wäre eine Option der Rechtsordnung, das wäre einfach, dann würden wir diese Gesellschaftsrechtsform studieren und gut ist. Aber das wäre natürlich sozusagen eine Prokrustes-Lösung, für den einen zu lang, für den anderen zu kurz. Ja, Prokrustes, griechische Mythologie, also da würde man etwas anpassen, was vielleicht nicht so was passend machen, was so nicht passend gemacht werden kann. Daher hat sich die hiesige Rechtsordnung und auch die mir bekannten internationalen Rechtsordnungen dafür entschieden, nicht eine Gesellschaftsform zur Verfügung zu stellen für die Leute, sondern viele. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Für Sie, für mich, denn die haben ihre Eigenheiten, sonst würden sie sich ja nicht unterscheiden. Aber der Vorteil ist natürlich, so findet jeder in etwa die Rechtsform, die für ihn am besten passt, seinen Zwecken gemäß ist, wie wir jetzt mit der BGB-Gesellschaft möglicherweise. Ich darf mal aufrufen, mal schauen, ob das so geht, einmal, zweimal, dreimal, Gesellschaftsrechtsformen, die Ihnen bekannt sind, die wir in der zunächst mal deutschen Rechtsordnung haben und würde das in die Tafel notieren, wenn es dafür eine Möglichkeit gibt, das ist der Fall. Ja, das ist ja jetzt wirklich interaktiver Unterricht. Jetzt sind Sie gefordert. Bitte schön, die Dame. Eine OHG, davon war ja schon die Rede. Ich schreibe. Na, die ist aber. Also, so muss es auch gehen. Eine offene Handelsgesellschaft. Kennen Sie eine? Nein. Was haben Sie, haben Sie ein Buch, einen Gesetzestext hier gerade da vor sich? Das ist gut. Schauen Sie mal auf die Umschlag, stellen Sie mal die Umschlagseite vorne, die erste Seite. Wer gibt dieses Buch heraus? BGB hat sie, DTV-Ausgabe. Beck Verlag. Ja? Und steht etwas über den Verlag drin? Beck Texte, steht etwas Näheres drin? Darf ich das mal hier sehen? Vorne, ja, jetzt mal schauen. Ja. Hier. Ah ja, das ist der Deutsche Taschenbuchverlag, ja. GmbH und Co. KG, oh Gott,
Redaktionelle Verantwortung, Verlag C.H. Beck. Haben Sie das auf der zweiten Seite? Und was steht da noch? Verlag C.H. Beck. Haben Sie es? Ja. OHG. Echt? Also, der berühmte, der große Verlag, der juristische Großverlag Beck, aus dem Sie auch, DTV ist ja eine Untergruppe, Ihre Texte beziehen, ist eine offene Handelsgesellschaft. Echt? So, aber wir waren ja gerade dabei zu sammeln. Bitte weiter, sonst kommen wir schon in Verzug. Bitte sehr. Die Kommanditgesellschaft, haben wir ja auch gesagt, das sind ja die beiden Rechtsformen, die wir auf jeden Fall studieren müssen, denn das JAG sagt, zweites Buch des HGB. OHG und KG, also die zwei Hauptformen, sehr gut. Erst, die haben wir mal, weiter, an alle, Sie können, ja bitte sehr, die GmbH, ich bringe die mal auf diese Seite mit einem kleinen Hintergedanken. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ein Name, das werde ich Ihnen sagen, der doppelt falsch ist, aber es ist ja der gesetzlich offizielle. Gut. GmbH. So, das, die drei werden wir auf jeden Fall behandeln in unserem Jahreskurs. GmbH dann im Wintersemester. Weiter. Ja. GbR, das ist das, was wir hier haben, ja, im Hörsaal 5F bei Felix Klein, also möglicherweise, ja. Eine GbR heißt G, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, oder synonym die BGB-Gesellschaft. Also ob Sie das eine oder das andere sagen, es ist dasselbe. 705 BGB, wir hatten es ja gleich am Anfang, nochmal nachschauen, da beginnt die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gleich BGB-Gesellschaft. Ich nehme Ihre Abkürzung GbR, GbR. So. Ja, damit haben wir immerhin diejenigen, mit denen wir uns intensiv befassen werden. Aber da fehlt noch eine, mit der wir uns dann gleich demnächst befassen. Und dann gibt es noch viele andere, der Herr Kollege. Ja, da zögere ich ein bisschen, weil das steht ja auch da im DTV. Der DTV-Verlag ist ja eine GmbH und Co. KG, nicht, wenn Sie da in die Umschlagseiten schauen wollen. Wie Sie schon am Namen sehen, Herr Kollege, ist es ja eine GmbH ist dabei und KG. Also eigentlich habe ich ja schon beide hier. Das ist irgendwie so ein Hybridmodell da, nicht so wie Elektroauto mit Verbrennungsmotor, nicht so irgendwas Hybrides. Deshalb stelle ich das mal zurück, weil da scheint sich eine Kombination anzudeuten. Ich habe die KG, ich habe die GmbH, ja? Also okay, aber hat eine Sonderfunktion. Psst, weiter. Sie nochmal, ja? Die Aktiengesellschaft. Ne? So, AG steht hier nicht für Arbeitsgemeinschaft oder solche Dinge, sondern das ist bei mir die Aktiengesellschaft. Da könnten Sie ja auch, ja, wenn Sie Börsengeschäfte betreiben, vielleicht haben wir hier Aktionäre unter uns, also dann sind Sie ja schon mal veritables Mitglied eines solchen Aktienvereins. Gut, weiter, das ist noch lange nicht alles. Ja, U gehöre ich und da hinten. Ja, also beide, das war sozusagen, stehen Sie mit ihm in Gedankenverbindung da, nicht? Also, UG sagt er und Sie nennen es Unternehmergesellschaft, das ist richtig, Klammer auf, haftungsbeschränkt. So ist nämlich der offizielle Name. Ich zögere wieder, das an die Tafel zu bringen, mache es aber dennoch, aber mit einem Querstrich und schreibe hierhin UG, Klammer auf, haftungsbeschränkt. Denn was wir als Unternehmergesellschaft finden, finden wir im GmbH-Gesetz. Und dort, ja, das ist eine Besonderheit, die zu erläutern ist. Die UG, ich sage mal so, ist eine kleine GmbH. Ja? Also wir reden hier von verschiedenen Entwicklungsstufen, nicht so sehr von eigenständigen Rechtsformen. Daher habe ich das so als Querstrich gemacht. Weiter geht's, das waren die UG-Leute, bitte sehr der Herr. Die SE. Die SE, verraten Sie uns, was sich dahinter verbirgt, oder? Sozi, ja, was ist das, eine SE? Ja, bitte. Ja, das ist eine europäische Gesellschaft, wie man übersetzt sagen könnte, eine
Sie wollen auch eine europäische Aktiengesellschaft, also der offizielle Name lautet in der Tat Europäische Gesellschaft, aber es ist hier eine europäische Aktiengesellschaft. Ich bringe das mal hierher und sage später was dazu. Ich bat ja, zunächst Gesellschaften aus dem deutschen Rechtskreis zu nehmen, aber da scheint ja eine zu sein, die ich jetzt ohne weiteres in den deutschen Rechtskreis hineinbringe. So, weiter geht's, meine Damen und Herren. Ich habe noch eine weitere. Sie war noch? Die KGAA. Die KGAA, die bringen wir auch noch dazu. Mache ich auch wieder einen Querstrich, nicht? Weil die so. KGAA. Okay? Das ist die Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ja? Also irgendwie der Aktiengesellschaft nah, aber auch irgendwo ist mit der Kommanditgesellschaft verbunden. Ja, so langsam wird es schon etwas komplizierter, aber das soll uns nicht kümmern. Das sind ja erstmal Sortierungen. Weiter geht's, wir sind noch nicht am Ende. Der Herr. Partnerschaftsgesellschaft. Ja, Partnerschaftsgesellschaft heißt, oder für was... Für welche Art von Partnerschaften ist die da? Das hat irgendwas mit Ehe und Lebenspartnerschaft zu tun? Ja? Also hat nichts mit Familienrecht und Ehe und Lebenspartnerschaften zu tun, das ist nicht unser Thema, sondern es ist eine Assoziationsform freier Berufe. Rechtsanwälte, Steuerberater etc. Nicht? Die Partnerschaftsgesellschaft, die bringen wir mal hierher. Partnerschaftsgesellschaft. Oh. Ja. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr und können wir uns auch nicht aufwenden. Kriege ich noch irgendwas? Seien Sie ganz unbeschwert. Also ich nagel Sie auch gar nicht fest, der Herr. Der eingetragene Verein, das habe ich nämlich sagen wollen. Sie sind doch bestimmt, wenn Sie mal nachschauen, in irgendwelchen Vereinen irgendwo tätig und der Verein, in der Tat, das ist eine Gesellschaft im weiteren Sinne. Der Verein, wo geregelt? Eingetragener Verein, sagen Sie gar nicht? Ist im BGB geregelt, ja. Gibt zwar auch ein Vereinsgesetz, aber das ist öffentliches Recht. Im privatrechtlichen Zuschnitt ist der Verein für uns ganz prominent vorne im BGB. Ist überhaupt die erste Gesellschaftsrechtsform im weiteren Sinne, die wir finden. Juristische Person heißt es da. BGB, AT, der Verein. Das machen wir dann auch als erstes in der Sache. Der Verein, Sie sagten, darüber werden wir uns dann später noch unterhalten, der eingetragene Verein, gibt also wohl auch noch einen nicht eingetragenen Verein. Aber das sind so Besonderheiten, das kriegen wir noch geregelt. Weiter. Ich habe jetzt meine zwei Spalten. Das sieht schon ganz ansehnlich aus, aber ist noch nicht am Ende, ja? Die Genossenschaft, eingetragene Genossenschaft, ja, die bringe ich auch mal hierher. Genpunkt schreibe ich mal abgekürzt, die Genossenschaft. Ja, die Genossenschaft, wenn man so ein bisschen durch die Lande geht, sieht man ja Genossenschaften, Volksbanken, Raiffeisenbanken, Genossenschaften. Ach so, ja. Meine Damen und Herren, künftig werden Sie auch, ich kann es ja nicht nachprüfen, aber die sehr intensiv da draußen und wach über die Straßen gehen. Nicht nur, ob eine Straßenbahn da kommt und ein Automobil, sondern Sie schauen mal Firmenschilder an. Ja, bitte. Irgendwo, wo Sie sind, und gehen immer Firmenschilder. Hennes und Mauritz und wo Sie in einer Shoppingzone sind, in welcher Rechtsform wird Sie künftig interessieren, sind denn die Unternehmen, die man so sieht, von der Straße her organisiert? Was sind denn das für Rechtsformen? Wir haben es beim Beck Verlag gesehen, OHG und so weiter und so fort. Das ist einfach mal lebensweltlich für Sie interessant. Aber wir können jetzt nicht nach draußen gehen und Firmen suchen oder Rechtsformen suchen. Suchen wir sie hier zusammen. Was haben wir noch? Oder sagen Sie, jetzt gut? Ich habe noch was jetzt hier, aber in der Tat, stille Gesellschaft ist so still, dass man sie gar nicht mitbekommt.
die steht im HGB noch als Anhang zum im zweiten Buch, Anhang in Anführungszeichen. Die Reederei muss ich jetzt streichen an sich, denn die ist das Gesetz schon in Kraft getreten, durch die Reform des Seehandelsrechts abgeschafft worden. Ich meine, ja, das ist jetzt in Kraft. Also Sie sehen, wir sind Landratten, uns interessiert kein Seehandelsrecht und damit auch nicht die wohl ehemalige Reederei. Also Rechtsformen können auch vom Gesetzgeber abgeschafft werden. So ist es, wenn ich richtig sehe, mit der sogenannten Partenreederei im fünften Buch des HGB geschehen. Das fünfte Buch des HGB haben Sie textlich gar nicht vorliegen. EWIF, was heißt das? Hier unten noch. Kann damit jemand was anfangen? Auch ein Mauerblümchen. Das ist die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung. Schon der Name sagt, das kann ja nichts werden, nicht? Das ist ja so kompliziert. Ja, das war ein erster Versuch auf europäischer Ebene vor 20 Jahren, hier eine Art OHG-ähnliche Rechtsform internationaler Kooperation einzurichten. Ist nicht so richtig angekommen, aber der Vollständigkeit halber sei es genannt. Und jetzt hier die Partnerschaftsgesellschaft, die haben Sie mir ja genannt. Das nenne ich hier Rechtsformen 1, warum? Und habe sie auch hier auf dieser Seite, weil wir unterteilen zwischen Personengesellschaften und Körperschaften. Hier insbesondere dann Kapitalgesellschaften, aber nicht nur diesen. Das ist eine Einteilung, die zumindest systematisch wichtig ist, weil sie die inneren Verhältnisse anders strukturiert. Aber ich glaube, darauf werde ich dann kommen, wenn da ein bisschen Butter bei die Fische ist. Rechtsformen 2 also, haben Sie auch mir genannt, Verein, GmbH, AG, SE und Genossenschaft, also die körperschaftlich organisierten. Ups, das wollte ich. So, aber ich habe ja hier noch mehr auf meiner Tafel, aber nicht so viel mehr. Sie haben im Grunde bis auf den VVAG alle genannt. Verein, GmbH, AG, ja, KGAA, Europäische Gesellschaft, die SE, der Kollege, Europäische Genossenschaft, SCE gibt es auch, man höre und staune, also das ist aber nichts, was wir jetzt studieren wollen. Die GmbH, UG-haftungsbeschränkt, die haben wir auch, also das passt alles überein. Und dann habe ich noch am Ende den VVAG, den haben Sie mir nicht genannt, was könnte das sein? Sie sehen also, das Potpourri ist doch ziemlich üppig. Wir haben ja auf dieser Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann haben wir hier. Also so circa ein Dutzend Rechtsformen mit Hybriden und Zwischengestaltungen haben wir jetzt schon an der Tafel bzw. auf meinen Folien. VVAG, was könnte das sein? V steht für Versicherung. Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Verschiedene Versicherungsunternehmen sind als sogenannter VVAG organisiert. Ganz große nicht, wie Herr Kollege mit der SE, die Allianz, nicht? Die Allianz aus München, die prominenteste Versicherung, die man so kennt, die ist in der Tat als SE organisiert. Also schauen Sie bitte, wenn Sie künftig Post bekommen von Ihrer Versicherung, ja, was Sie immer alles haben, Unfall, Haftpflicht, was man alles so braucht oder auch nicht braucht. Schauen Sie mal, in welcher Rechtsform die Leute, die Ihnen Rechnungen schicken, denn da organisiert sind. Sehr lehrreich. Das ist fast alles. Für uns ist das alles. Wir machen GbR, OHG, KG, das sind unsere drei personengesellschaftlichen Rechtsformen. Und wir machen Verein und GmbH, das sind unsere körperschaftlichen Rechtsformen. Das steht zum Studium an. Aber was ist denn hiermit? Rechtsformen 3.
Da bräuchte ich also noch das Sommersemester 2014. Da sind Sie ja schon im Schwerpunktbereichen unterwegs, recht, im sechsten Semester. Und dort wird in der Tat im Schwerpunktbereich 2 deutsches und europäisches Unternehmensrecht dargelegt. Und europäisches Unternehmensrecht heißt nicht nur, ich gehe mal einmal zurück, dass es europäische Rechtsformen gibt, wie die europäische Gesellschaft und die europäische Genossenschaft. Die gibt es von Europa, von der EU herkommend, aber mit hiesiger Lokalisierung, wenn ich so sagen darf. Sie haben also hier in Deutschland Ihre Ausprägung und Grundlegung weiter erfahren. Die Private Limited Company hat das nicht. Die gibt es im Vereinigten Königreich, also in Großbritannien und die nächste dann in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Niederlanden, ja, was Sie hier an der Tafel sehen. Was ist mit unseren englischen, französischen, spanischen, italienischen, holländischen etc. Freunden? Wie viele Mitgliedsländer haben wir in der EU? Demnächst eins mehr mit Kroatien, aber zurzeit haben wir wie viel? Ja, wenn Sie jetzt irgendwo auf dem Quiz sind und wissen das nicht, dann verlieren. 27, sagt er, und da hat er recht. Ein Mitgliedsland haben wir ja schon gehabt, das ist das Deutsche, also das ziehen wir mal ab. Dann haben wir 26 andere Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und, Herr Kollege, alle die Rechtsformen, die dort existieren, ja, von Finnland bis Malta, ja, sind im Grunde auch hier zu studieren, wenn Sie da zu sich aufraffen mögen. Denn all diese Rechtsformen unserer Unionsmitgliedsländer können auch hier praktiziert werden. Sie sehen also, der Strauß von Rechtsformen, die Ausprägung ist nicht nur schon nach nationalem Recht mit circa einem Dutzend recht üppig, wovon natürlich nicht alle wichtig sind, sondern auch ein bisschen am Rande stehen. Aber wenn ich dann den Blick weite auf die Möglichkeiten, dann haben Sie im Grunde im Bouquet auch die Rechtsformen der Unionsländer. Auch hier gilt, das wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht derzeit, aber wer weiß, wie die nächsten Jahrzehnte sich entwickeln, die ja die ihrigen sind, sie müssen die juristisch beherrschen. Im Moment spielt eine gewisse Rolle die Private Limited Company in Deutschland, die anderen am Rande und maltesische oder zypriotische oder portugiesische Rechtsformen sind bislang so noch nicht aufgetaucht, aber möglich wäre das. Warum das so ist, ist ein Gegenstand des Europarechts. Ich gebe nur ein Stichwort im Moment, Niederlassungsfreiheit. Es ist in den europäischen Verträgen als Grundrecht oder wie es dort heißt, Grundfreiheit notiert, dass es eine Niederlassungsfreiheit gibt für die Unionsbürger und dazu gehören auch die Unionsrechtsformen, die Gesellschaften. Und Sie können, also so sagt es jedenfalls der Europäische Gerichtshof, aufgrund dieser Niederlassungsfreiheit hier wie dort tätig werden, wenn Sie denn nur in Ihrem Lande, also England, Frankreich, Spanien, Malta etc., ordnungsgemäß gegründet worden sind. Es gibt sozusagen dann das Heimatlandprinzip. Bist du dort gegründet und gegebenenfalls eingetragen und was man da so haben muss, dann ist das anzuerkennen, auch in allen anderen 26 Mitgliedstaaten. So, schauen wir nochmal durch. GBR haben wir gegründet, OHG, KG im Handelsgesetzbuch, das kommt. Der Verein, haben wir gesehen, der steht vorne prominent im BGB. Dann, dem könnten wir uns mal widmen und den anderen hier eher nicht. Verein, Fußballverein. Aber ein prominenter Fußballverein ist nicht als eingetragener Verein oder überhaupt als Verein organisiert, sondern so. Als GmbH und Co. KGAA.
Ja? Da jubeln sie. Was ist das? Hatten wir bislang nicht auf dieser Tafel. Das ist eine weitere hybride Mischung. Wo war die? Sie waren die KGAA, haben sie mir genannt, nicht? Also, wir haben bei diesem prominenteren Fußballverein also eine wilde Kombination, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, das finden wir im Aktienrecht, in der Tat im Aktiengesetz, und dort ist persönlich haftende Gesellschafterin eine GmbH, daher also diese längliche Kombination, die wird auch kein Sportreporter aussprechen, ja, wenn er sagt, ein BVB-Spieler treibt den Ball voran, der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA Angestellter ist jetzt am Werk. Den möchte ich sehen. Ich habe das Ganze aus der BVB-Seite, ja, die kann man hier kaum sehen, hier oben, jetzt lese ich Ihnen das vor, da steht Borussia Dortmund GmbH und Co. KG, es gibt dort Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, kennt den jemand? Vorsitzender, Aufsichtsrat mit insgesamt 6 Personen, unter anderem Friedrich Merz und Per Steinbrück. Ein Beirat der Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH mit Herrn Raubal an der Spitze. Ah, da sind ein Haufen Leute dabei. Aha. Für die Damen alles männerlastig, ja? Keine Damen beim BVB. So. Das ist ein Verein, ein Fußballverein, aber ist doch kein Verein, wie wir gerade gesehen haben, sondern eine solche Gesellschaft. Ja, das ist durchaus die Ausnahme. Selbstverständlich sind die meisten sporttreibenden Einrichtungen Vereine des BGB. Die Abgrenzung zum Kaufvertrag habe ich schon vorgenommen. Das ist ein Austauschvertrag gegenseitig und damit ist der Zweck erledigt, wenn der Austausch vorgenommen wird. Geld gegen Ware, Ware gegen Geld und Ende der Durchsage. Es wird also bei Kaufverträgen und anderen gegenseitigen Schuldverträgen kein gemeinsamer Zweck verfolgt. Der erschöpft sich sozusagen in diesem Akt des Austauschs und das wird nicht als gemeinsamer Zweck durch Beitragsförderung angesehen. Kaufverträge sind also keine Gesellschaftsverträge, die Ehe. Jemand verheiratet unter uns? Ja, also der Ehe, Lebensbund heißt es doch, nicht? Mit 3 Buchstaben. Und da verspricht man sich auch, wo steht es im Gesetz? Familienrecht 1353, nicht? Gegenseitiges Zusammenwirken und schauen Sie ruhig mal nach, damit Sie sehen auch, was Sie gegebenenfalls erwartet oder was Sie schon zu praktizieren haben. Ja, das klingt aber sehr nach Gesellschaft, denn wir machen ein Zweierunternehmen und das soll da auch gefördert werden. Also meine Definition, gemeinsamer Zweck in dieser hochabstrakten Konfiguration und Förderung durch Beiträge, gegenseitiger Schutz, ist es 1353, da sind noch schöne Sachen drin. Bei mir hört mein BGB nämlich auf, das sind nur die ersten 3 Bücher in meiner Textsammlung. Warum ist die Ehe keine Gesellschaft? Ich kann nur antworten, nach den Kriterien gemeinsamer Zweck, Vertrag, Eheschließung ist ein Rechtsgeschäft, ein familienrechtliches, ja, nur dass wir das wissen. Haben Sie schon Familienrecht? Jetzt oder beginnt, ja. Aber sowas Ehe ist, das kann man so. Ja. Ehe, Familienrecht, ich sag mal, keine Gesellschaft deshalb, weil es im Familienrecht, im 4. Buch des BGB, völlig eigenständig geregelt ist. Das ist sozusagen das pragmatische Argument. Von den Kriterien her würde es ja eigentlich passen, aber ist natürlich nicht sinnvoll, das, was hier im 4. Buch steht, darunter zu fassen. Im 5. Buch haben Sie schon Erbrecht, oder kommt das auch noch? Aber schon mal geerbt, Erbengemeinschaft, das ist so allgemeine Rechtskunde, echt? Die Altvorderen sind nicht mehr bei uns und hinterlassen Angehörige. Und diese Angehörigen sind mehrere und dann bilden sie eine Erbengemeinschaft. Ist diese Erbengemeinschaft geregelt im 5. Buch des Näheren etwa auch eine Gesellschaft? Ja, darüber könnte man auch nachdenken. Allerdings fehlt es an einem wesentlichen Kriterium. Bei der Ehe habe ich gesagt, komm, weg, ist im 4. Buch geregelt und zwar total.
deshalb kein Gegenstand für uns. So einfach kann ich es mir nicht machen. Klar ist die Erbengemeinschaft im 5. Buch geregelt und Sie bekommen das auch noch doziert. Aber es gibt auch noch einen wesentlicheren Grund dafür. Die Erbengemeinschaft entsteht nicht durch Vertrag, sondern per Gesetz, wenn es kein Testament gibt des Erblassers, nicht? Oder durch den testamentarischen Willen des Erblassers, indem er Sie hier vier zum Erben einsetzen. Wir sind die Erbengemeinschaft, ganz ohne, dass Sie das wollen. Ja? Auf einmal sind Sie Gemeinschaft geworden, also Sie haben keinen Vertrag miteinander. Sie können das Ganze wieder auflösen und zu Ende bringen und die Erbschaft ausschlagen, das ist schon recht. Aber zunächst einmal werden Sie Erbengemeinschaft, ganz ohne Ihren privatrechtlichen Willen. Ja? Vor Gesetzes wegen oder durch den Willen eines anderen, des Erblassers. Das passt dann also nicht. Ja, die Universität, habe ich schon gesagt, was war mein Grund, warum das unser Zusammenwirken hier in der Heinrich-Heine-Universität, weil es dem anderen Rechtsfeld unterfällt, dem öffentlichen Recht. Nicht? Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Man redet oft da draußen in der Praxis, und das sehen Sie dann auch, wenn Sie Zeitung lesen, Medien konsultieren und irgendwelche Schriftstücke von Unternehmen, Interessengemeinschaft, Clubs, Verband, Gewerkschaft. Das sind keine Rechtsformen im Sinne des Gesellschaftsrechts. Diese Einrichtungen, ich sage es mal allgemein, werden von Rechtsformen betrieben. Man müsste aber immer im Einzelnen feststellen, welche Rechtsform ist das. Beginnen wir mal ganz unten bei der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist keine Rechtsform des Gesellschaftsrechts. Und wie ist denn dann die IG Metall oder Verdi organisiert, wenn ich sage, sie gibt es als Rechtsform so nicht, als Rechtsform, als Einrichtung, als auch gesellschaftlich und durchs Grundgesetz Artikel 9 anerkannte Einrichtung selbstverständlich, nicht, dass hier ein Missverständnis existiert und es heißt, er wolle die Gewerkschaften fressen oder andere Verbände, das nicht. Aber welche Rechtsform haben Gewerkschaften? Das ist ja ihre Bezeichnung, indem sie in arbeits- und sozialpolitischen Zusammenhängen auftreten. Aber was haben Sie für eine Rechtsform, weiß das jemand? Denkt mal weiter drüber nach und dann gehen wir. Verband, das ist ein ganz allgemeiner Begriff. Verband, gehen wir mal zum anderen Teil über. Verband der deutschen Industrie oder der Automobilhersteller oder was es alles gibt. Nicht? Das sind Verbände, die werden ja meistens so im politischen Raum manchmal als Lobby-Einrichtungen bezeichnet. Verbände für Energiewirtschaft, Automobilbau, Verlage. Alle haben sie ihre Verbände. Was ist das an Rechtsform, ein eigenständiger Recht? Ein Verband ist keine Rechtsform im Sinne des Gesetzes. Das ist eine Bezeichnung, aber was verbirgt sich dahinter? Fragezeichen. Noch nichts, keine Idee. Club, alles Mögliche. Tennisclub, was verbirgt sich wahrscheinlich dahinter? Tennisclub, grün, weiß, blau, schwarz, rot, gelb. Was weiß ich? Jetzt kommen wir drauf, das ist ein Verein, nicht? Also der Tennisclub oder hier in Düsseldorf Industrieclub ist ein Verein. So sieht es meistens auch aus bei den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind nicht eingetragene Vereine. Beim Verband müsste man hinschauen. Verband kann ein Verein sein, kann sich aber auch als GmbH oder gar als Aktiengesellschaft organisieren. Das kann ich allgemein gar nicht sagen. Da müsste man hinschauen. Was steht denn dahinter? Was habe ich hier noch? Moment, muss man hier durchquälen. Interessengemeinschaft ähnlich. Interessengemeinschaft zum Betrieb eines Shoppingcenters. Nicht? Werbegemeinschaft, um hier eine Shopping-Mall, wie das heute heißt, unter die Leute zu bringen. Was ist das? Was könnte das sein? Weiß man nicht, muss man nachschauen. Ist möglicherweise ein Verein, der Leute, die dort Läden unterhalten in dieser
Einrichtung oder vielleicht auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also das, was wir hier versuchen zu installieren. Ähnlich bei Arbeitsgemeinschaft. Unternehmen. Jetzt habe ich mich vorgearbeitet nach oben zum allgemeinsten Begriff. Ein Unternehmen. Was ist das? Das ist vielleicht am verwirrendsten. Man redet natürlich vom Unternehmen XY, vom Bauunternehmen, vom Automobilunternehmen, vom Elektrizitätsunternehmen. Recht? Das tritt auch auf dem Markt und verkauft Elektrizität oder Automobile. Ist ja gut und schön. Nur, Unternehmen ist für uns im Gesellschaftsrecht kein Rechtsbegriff, sondern wir fragen immer, wer trägt das Unternehmen? Wie beim Big Verlag. Das Unternehmen ist der Big Verlag, er gibt Verlagsprodukte heraus, Gesetzessammlungen und Lehrbücher. Das hier ist ja auch im Big Verlag erschienen. Aber Rechtsträger des Big Verlags ist, wie wir gesehen haben, eine offene Handelsgesellschaft. Also ist für uns immer wichtig, wer trägt das Unternehmen, wer ist sozusagen, wer steht da im Kern dahinter. Das, glaube ich, sollten wir mal der begrifflichen Klarheit haben. Letzter, noch, wir haben noch Zeit, Blick auf die Rechtsquelle. Rechtsquellen 1, das ist bedrohlich, da scheint noch Rechtsquellen 2 zu kommen. GG steht für Grundgesetz. Wo finden wir im Grundgesetz etwas über Gesellschaftsrecht? Ich habe was erwähnt schon gerade im Zusammenhang mit einer dieser Erscheinungsformen der vorigen Folie. Was war das? Wo finden wir im Grundgesetz etwas über, ja, was von Bedeutung sein könnte, sollte, also ich sage mal, den Eigentumsartikel, natürlich Artikel 14, dass das Eigentum auch einer GmbH oder AG geschützt ist, als Artikel 14, versteht sich, okay, klar, oder ähnliche Artikel, aber spezifisch also für gesellschaftsrechtliche nutzbar machen, was könnte das sein? Ich sage mal sogar so ganz grundsätzlich, dass es überhaupt Gesellschaftsrechtsformen gibt und sie nicht gibt. Dass das Grundgesetz sogar verbürgt und gewährleistet, dass der Staat Gesellschaftsrechtsformen, also Kooperationen seiner Bürger, anerkennen muss und nicht sagen darf, ach, behelft euch doch mit dem allgemeinen Zivilrecht. Da haben wir doch Gesamtschuld- und Gesamtgläubigerrecht. Und Miteigentum und all die Dinge, das muss für euch reichen. Was ja unzweckmäßig ist, wie wir gesehen haben. Wo steht im Grundgesetz die Garantie, dass man sich zusammenschließen darf in Assoziationen? Ja. Artikel 9. Das ist Artikel 9. Ich habe es vorhin erwähnt, bei den Gewerkschaften für deren Zwecksetzung. Also das Recht, wie heißt nicht, ich habe den genauen Wortlaut nicht, der Vereinigungen und Verbände zu bilden, ja, das ist garantiert. So steht Artikel 9. Also Artikel 9 ist, wenn Sie so wollen, eine Garantie dafür, dass es so etwas geben muss und der Gesetzgeber, so wird wahrscheinlich das, werden die Öffentlichrechtler das lehren, muss das dann auch auskleiden und ausführen. Er muss also geeignete Rechtsformen, wenigstens eine, aber im besten Fall hier mehrere, zur Verfügung stellen. BGB. Kann man schnell machen, dann sind Sie für die heutige Stunde auch bald erlöst. Kurzweilig war es, aber BGB, was haben wir? Vereinsrecht vorne, ich kürze es ab für uns alle, und hinten ab den einzelnen Schuldverhältnissen 705. Also Rechtsgrundlagen im BGB, vorne bei der juristischen Person, Verein, und hinten bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, wie wir gerade gesehen haben. Ja. GmbH-Gesetz ist ein eigenständiges Gesetz, das werden wir dann zu Rate ziehen, wenn wir soweit sind. HGB, zweites Buch, steht OHG, Kommanditgesellschaft und stille Gesellschaft drin. Partnerschaftsgesellschaftsgesetz ist eigenes Gesetz. Aktiengesetz brauchen wir aktiv nicht, aber
nützlich zu wissen, dass es so etwas als eigenes Gesetz gibt. Am Rande, WPHG, ein Wertpapierhandelsgesetz, heißt es ausformuliert. Wer also an der Börse notiert ist als Gesellschaft, muss sich noch besonderen Regelungen unterwerfen. Aber blicken wir mal drauf, Rechtsquellen 2, das hatte ich erwähnt, selbstverständlich europäisches Recht, wir sind ja eingebunden in die Union, die Niederlassungsfreiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit führen dazu, dass man auch ausländische, in Anführungszeichen, Rechtsformen hier beachten muss. Die EU hat nicht nur Primärrecht, also diese Grundfreiheiten wie Niederlassungsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit, sondern die Union setzt auch Recht über Richtlinien, welche die Mitgliedstaaten dann umzusetzen haben, oder setzt Originärsekundärrecht über Verordnungen. Wo ist der Kollege mit der SE, nicht? Und so kam auch die europäische Gesellschaft, die Societas Europaea, vor, wann war es denn, 10, 11, 12 Jahren in unser Rechtssystem hinein über eine solche europäische Rechtsetzung. Das ist natürlich für unser viertes Semester, Sie werden sagen, so weit ausgreifen wollen wir nicht, okay. Wir wollen uns mal bescheiden mit dem, was wir zu Hause haben. Und das bedeutet für nächstes Mal der Verein. Wir werden also ganz vorne beginnen, das war der Artikel 9, das sind die Einteilungen. Wir werden vorne mit dem Verein beginnen, bitte Sie also in einer moderaten Vorbereitung die Paragraphen 21 folgende BGB sich einfach mal so in etwa zu Gemüte zu führen. Die sind gut und klar geschrieben, das ist noch richtiges altes BGB-Recht.